darauf angewiesen. Wenn ich Kollegen helfen kann, mache ich mich gern zum Affen. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Ein Abkommen über den Abzug der PLO-Kämpfer aus Westbeirut ist offenbar in greifbare Nähe gerückt. Der israelische Ministerpräsident Begin sagte am Abend, ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt einer Regelung nahe sind. Deswegen können wir uns auch erlauben, flexibel zu sein. Begin hatte den amerikanischen Nahostunterhändler Habib zuvor über die Ergebnisse der heutigen Kabinettsberatungen unterrichtet. Nach Darstellung hoher Regierungsbeamter in Jerusalem soll die Unterzeichnung des Abkommens nur noch davon abhängen, dass die Palästinenser einen gefangenen israelischen Piloten freilassen und die Leichen von 9 israelischen Soldaten freigeben. Darüber werde Israel allerdings auf keinen Fall verhandeln. Der amerikanische Unterhändler Habib hatte in Jerusalem am Vormittag Ministerpräsident Begin noch vor der Kabinettssitzung seine jüngsten Vorschläge erläutert. Habib soll den Israelis eine Aufstellung über die Zahl der PLO-Freischärler und deren Aufnahmeländer vorgelegt haben. Außenminister Shamir und Verteidigungsminister Sharon nahmen an dem Gespräch teil. Diskutiert wurde auch der bisherig strittige Zeitplan für die internationale Friedenstruppe, die den Abzug der PLO-Kämpfer aus Westbeirut überwachen soll. Sonntag in Westbeirut. Die Waffenruhe macht es möglich, dass die Menschen wieder zu hoffen wagen auf ein menschenwürdiges Leben. Die internationalen Hilfsorganisationen versorgen die ausgebombten und mittellosen Libanesen mit dem Notwendigsten. Und das sind zunächst einmal Nahrungsmittel. Auch das ist Westbeirut heute Mittag. Auf der Hamra-Straße wird fast alles angeboten, was man gern essen möchte. Doch leisten können sich dies nur wenige. Der Krieg hat die Preise in die Höhe getrieben. Und auch das ist Westbeirut. Badeszenen. Es wirkt makaber. Dort, wo vor kurzem noch die Granaten in unmittelbarer Nähe einschlugen, suchen einige Libanesen jetzt Entspannung. Der Primas von Polen, Erzbischof Glemp, hat verlangt, dass sich die polnischen Bauern wieder zu Gewerkschaften zusammenschließen können. Vor Pilgern in Częstochowa sagte Glemp, solche Gewerkschaften seien notwendig, um die Rechte der Bauern zu vertreten. Die Regierung in Warschau forderte Glemp erneut zum Dialog auf. Nur durch eine gesellschaftliche Übereinkunft könne der Hass überwunden werden. Glemp sprach während einer Messe in Częstochowa zur 600-Jahr-Feier der Schwarzen Madonna. Sie wird von den polnischen Katholiken als Nationalheilige verehrt. 120.000 Menschen aus allen Teilen Polens kamen gestern in Częstochowa zusammen. In glühender Hitze waren sie 9 Tage lang zu dem Wallfahrtsort gepilgert. Für die Teilnehmer wurde der traditionelle Pilgerzug zur politischen Demonstration. Ein Band mit der Aufschrift Solidarität und ein Foto von Lech Walesa zu Füßen der Madonnenstatue des Paulinenklosters Jasna Góra in Częstochowa. Daneben ein wachsender Berg von Blumen. Am Abend begannen die kirchlichen Feierlichkeiten zum 600. Jahrestag der Erscheinung der Schwarzen Madonna. Des Arbeiteraufstandes und der Streiks von 1980 gedachten in Danzig mehrere tausend Menschen mit einer Messe. Unter ihnen war auch die Frau von Gewerkschaftsführer Walesa, der nach ihren Angaben in einem Ort nahe der sowjetischen Grenze interniert ist. Nach der Messfeier zogen die Gläubigen zur Leninwerft. Vor dem Denkmal für die Opfer des Arbeiteraufstandes von 1970 legten sie Blumen und Kränze nieder. Die Polizei griff nicht ein und beschränkte sich auf Ausweiskontrollen. Bundespräsident Carstens beginnt morgen einen Staatsbesuch in der Schweiz. Er wird von Bundesaußenminister Genscher begleitet. Carstens bleibt 3 Tage in der Schweiz. Wichtigster Gesprächspartner wird der Schweizer Bundespräsident Honegger sein.
Bessarabien-Deutsche kamen zu ihrem 25. Bundestreffen nach Stuttgart. Die Landsmannschaft hat 65.000 Mitglieder. Vor etwa 130 Jahren hatten sich vor allem Schwaben in Bessarabien am Schwarzen Meer niedergelassen. Während des Dritten Reiches mussten sie dieses Gebiet aber wieder verlassen. Zur Position der Landsmannschaft heute ihr Bundesvorsitzender. Sollten wir uns als Volksgruppe der Bessarabien-Deutschen nicht endlich lösen von den Ruinen einer unvergessenen Heimat, war die Arbeit unserer Urväter in vielen Jahrzehnten vergeblich. So können wir heute am 25. Bundestreffen mit Recht fragen. Verehrte Gäste, liebe Landsleute, wir können uns nicht lösen. Wir sagen dazu Nein. Auch heute leben wir noch von den inneren Werten, von dem, was unsere Volksgruppe in der Fremde erhalten hat. Und dies waren Glaube und Volkstum. Das Hambacher Fest Idee und Wirklichkeit freiheitlicher Gesinnung ist das Thema einer Ausstellung, die heute auf dem Hambacher Schloss eröffnet wurde. Gezeigt werden Arbeiten aus einem bundesweiten Wettbewerb, zu dem das Land Rheinland-Pfalz in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Bildender Künstler aufgerufen hatte. Günter Schenk berichtet. Das Hambacher Fest von 1832, 150 Jahre später naiv in Öl gemalt. Eine von 65 Arbeiten, die seit heute auf dem Hambacher Schloss gezeigt werden. Dort, wo einst die Grundsteine für ein einiges und freies Deutschland gelegt wurden. Doch zwischen den Ideen von damals und der Wirklichkeit von heute, so zeigt die Ausstellung, liegen Welten. Lauter Protest fehlt diese Schau. Die meisten Künstler haben das, was sie politisch zu sagen haben, in Symbolen verpackt. Oder, wie hier, irgendwo am Rand im Bild versteckt. Die Vielfalt der Ausstellungsstücke hat die Jury überrascht. Bei der Preisvergabe heute im Burghof wurden die für den Wettbewerb ausgelobten Geldpreise denn auch gleich an 5 Künstler verteilt. Ein eindeutiger Sieger war unter den rund 400 eingereichten Arbeiten nicht auszumachen. Noch nie, so meinten die Juroren, habe eine Ausstellung die Orientierungslosigkeit in der Kunst so deutlich gemacht. Von dem politischen Willen der Männer und Frauen von Hambach jedenfalls ist bei den meisten der gezeigten Werke kaum etwas zu spüren. Hier die Wetteraussichten bis morgen Abend. Heute Nacht Durchzug einzelner Schauer oder Gewitter. Tiefstemperaturen um 13 Grad, am Tage anfangs im Südosten noch stark bewölkt und Regen. Später, wie bereits im übrigen Deutschland, heiter bis wolkig. Nur an der Küste einzelne Schauer. Höchsttemperaturen im Norden um 20 Grad, sonst bei 23 Grad. Nächste Meldungen zum Sendeschluss gegen 23.40 Uhr. Die Topmeldung in Sport am Sonntag. Jürgen Hingsen ist Weltrekordhalter im Zehnkampf. Bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Ulm holte sich Jürgen Hingsen mit 8.723 Punkten den Zehnkampf-Weltrekord. Nach 7 Disziplinen war der Weltrekord noch nicht ausgeschlossen. Der Uerdinger Jürgen Hingsen kam mit einer Weite von 44,92 Meter im Diskus auf insgesamt 6.272 Punkte. Also nur 55 Punkte weniger als Olympiasieger Daley Thompson bei seinem Rekord im Mai dieses Jahres. Er erkämpfte im abschließenden 1500-Meter-Lauf den Rekord mit der hervorragenden Zeit von 4 Minuten 15,14. Trotz einer für ihn nicht so guten Leistung im Stabhochsprung, er erreichte hier nur 4,60 Meter, verbesserte Jürgen Hingsen den Weltrekord des Briten Daley Thompson um 16 Punkte auf 8.723. Er wurde mit Weltbestleistung deutscher Zehnkampfmeister vor Sigi Wenz und Guido Kratschmer. Die Düsseldorferin Sabine Everts, hier in Führung beim 800-Meter-Lauf, bleibt die beste bundesdeutsche Siebenkämpferin. Ebenfalls in Ulm holte sie sich mit 6.351 Punkten den deutschen Meistertitel vor Cornelia Sulek aus Fürth.
Michael Rehbein wurde in Bad Segeberg überraschend internationaler deutscher Meister im modernen Fünfkampf. Durch eine starke Leistung im abschließenden 4000 Meter Geländelauf verdrängte der 22-jährige Sportstudent den Tschechoslowaken Jan Bartu noch auf Platz 2. Dritter Anatoly Starostin, der Olympiasieger aus der UdSSR. Bei der Deutschlandrundfahrt für Radprofis startet der Belgier Ludo Peters bei der ersten Etappe morgen in München im gelben Trikot. Den Prolog, ein Mannschaftszeitfahren, gewann das Team von Peters vor der Mannschaft von Gregor Braun. Mit einem Unfall beim Start zum Großen Preis von Österreich in Zeltweg begann der 13. Lauf zur Formel-1-Weltmeisterschaft. Betroffen waren die beiden Alfa Romeos von Giacomelli und De Cesaris, die auf der Zielgeraden kollidierten und erheblichen Sachschaden anrichteten. Vor 100.000 Zuschauern übernahmen Patrese und Piquet, beide Brabham BMW, sofort aus der ersten Startreihe die Führung im Feld, um für den von ihnen geplanten Tankstopp genügend Zeitvorsprung herauszufahren. Doch wie schon in den vergangenen Rennen blieb auch der vierte Versuch erfolglos. Zwar blieb Patrese nach seinem 15 Sekunden Boxenstopp weiter in Führung, doch Alain Prost im Turbo Renault machte zunehmend Boden gut. Diese Aufholjagd verunsicherte Patrese, bis er schließlich in einer langgezogenen Kurve zu schnell war und spektakulär von der Bahn flog. Hier der Unfall noch einmal in Zeitlupe. Patrese blieb unverletzt. Fünf Runden später musste dann Patreses Teamgefährte Piquet mit Motorschaden aufgeben, genauso wie Alain Prost, der inzwischen 30 Sekunden Vorsprung herausgefahren hatte. So entwickelte sich bis zur letzten der 53 Runden ein unerwarteter Zweikampf zwischen dem führenden Elio De Angelis Lotus und seinem Verfolger Keke Rosberg-Williams. Mit nur einer halben Wagenlänge Vorsprung gewinnt De Angelis das Rennen vor Rosberg, Lafitte, Tambay und Lauda. In der Gesamtwertung führt weiterhin der in Hockenheim schwer verunglückte Didier Pironi mit 39 Punkten. Zweiter ist jetzt Keke Rosberg mit 33 Zählern vor John Watson 30. Niki Lauda mit 26 Punkten auf Platz 4, ein Punkt weniger Alain Prost. Manfred Winkelhock aus Waiblingen kam in Zeltweg nicht ins Ziel und liegt mit 2 Punkten, die er sich in Brasilien geholt hatte, auf Platz 22. Walter Röhrl aus Regensburg und Christian Geisdörfer München wurden bei der Rallye Brasilien Zweite. Michel Mouton aus Frankreich und ihre Beifahrerin Fabrizia Pons aus Italien sicherten sich auf der letzten Etappe von Rio de Janeiro nach Sao Paulo auf ihrem Audi Quattro noch den Sieg vor Röhrl auf Opel Ascona. In der Gesamtwertung führt Röhrl bei noch 4 ausstehenden Wertungsläufen mit 99 Punkten vor Michel Mouton 72 Punkte. In der Markenwertung, in der noch 3 Rallyes ausgefahren werden, liegt Opel mit 104 Punkten vor Audi 76 Punkte. Wenige Stunden nach Ende der Rallye wurde der tödliche Unfall des Deutsch-Brasilianers Thomas Fuchs bekannt. Bei Nacht stürzte er mit seinem Fiat aus 50 Meter Höhe in einen See und ertrank. Sein Beifahrer überstand den Unfall leicht verletzt. Motorrad-Doppelweltmeister Anton Mangos Inning wurde in Imatra, Finnland, Sechster in der Klasse bis 250 Kubikzentimeter. Es siegte Christian Saron Frankreich vor Didier de Radiges Belgien. In der WM-Gesamtwertung liegt Tony Mang nach 9 von 12 Läufen an zweiter Stelle, nur 2 Punkte hinter Jean-Louis Tounadre Frankreich. Im Rennen in der 350er-Klasse holte sich Tony Mang seinen ersten Saisonsieg vor Christian Saron. Damit hat sich Mang in dieser Klasse nach dem 7. von 9 Läufen gemeinsam mit Jean-François Baldé Frankreich an die Spitze der WM-Wertung gesetzt. Ein schwerer Unfall überschattete diesen großen Preis von Imatra. Weltmeister Jock Taylor aus Schottland und sein schwedischer Beifahrer Bengt Johansen kamen bei Strömung.